بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Ich lobe Allah subhanahu wa ta'ala, der uns die Möglichkeit gegeben hat, die Wahrheit zu predigen und zu verteidigen. Ich werde nun inshallah auf einige Vorwürfe eingehen, die mir gegenüber gemacht werden, damit wir prüfen können, ob diese Vorwürfe der Realität entsprechen, ob sie wirklich wahr sind oder ob sie nicht wahr sind. Denn theoretisch kann ich auch Fehler machen. Und deswegen sage ich von vornherein, jeder, der einen Fehler bei mir sieht, der kann mich gerne kontaktieren, der kann mir gerne Bescheid sagen. Ich werde inshallah sehr dankbar sein, meine Fehler dann zurückzunehmen, falls ich welche gemacht habe. Denn wir wissen, dass viele Gelehrte des Islam, auch viele große Gelehrte, einige Fehler gemacht haben, was einige Dinge entspricht. Nur, wir müssen gucken, ob diese ganzen Sachen der Wahrheit entsprechen oder ob das einfach nur Lüge ist. Und deswegen solltet ihr, und das betone ich immer wieder an alle, ihr sollt mir nicht blind folgen, sondern ihr sollt Koran und Sunna folgen. Aber genauso solltet ihr das überprüfen, was in solchen Zetteln steht, die über mich verteilt werden. Wunderbar, es ist wirklich sehr rätselhaft, wie diese Menschen dazu kommen, den Islam ansonsten überhaupt nicht verteidigen, mit ihrem schlechten Benehmen so oft leider negativ auffallen, uns muss die in den Dreck ziehen, wie die auf einmal sich auf einmal so viel Mühe geben und alle Anstrengungen unternehmen, um mich zu widerlegen, sodass sich sogar schon die Nicht-Muslime wundern. Ich habe schon mal erwähnt, dass die Ahlul Bidda immer vier Arten von Beweisführungen haben. Die erste Beweisführung ist, sie kommen mit Lügen. Die zweite Beweisführung ist Sprachverdrehung. Die dritte Beweisführung, dass sie authentische Hadith und Ayats nehmen und sie als Beweis nehmen für eine Sache, für die sie gar kein Beweis sind, also eine falsche Beweisführung. Und die vierte ist, dass man irgendwelche Gelehrten nennt. Nun werden wir mal diese Sache hier überprüfen, was hier genannt wird. Hier wird als erstes behauptet, ich werde nicht alles vorlesen, damit es schnell geht. Ja, wir danken Allah so und so, wir danken Allah dem Herrscher des Universums, wir bitten ihn, dem Propheten Mohammed, der Krone der Schöpfung, einen höheren Rang zu geben, seine Gemeinschaft vor dem zu schützen, was er für sie befürchtet. Amin. So, dann wird gesagt, dann kommt halt der erste Vorwurf mir gegenüber, dass ich also den Koran nach meinen eigenen Neigungen und Interessen interpretieren würde, um die Glaubenslehre zu unterstützen und zu verbreiten, die auf Angleichung Gottes mit den Geschöpfen basiert. Im Gegensatz zu diesen Leuten, die den Zettel verteilt haben, gehöre ich nicht zu denjenigen, die den Koran nach den eigenen Neigungen und Interessen interpretieren, sondern wir sind diejenigen, die den Koran wortwörtlich nehmen, so wie es dort steht. Aber diese Menschen sind die, und das sagen sie selber. Sie sagen selber, dass wir den Koran nach der äußeren Bedeutung des Wortes nehmen. Das heißt, das kann schon mal von vornherein nicht nach eigenen Neigungen sein, sondern nach eigenen Neigungen ist es, wenn dort etwas steht und ich gehe hin und sage, ja, das, was dort steht, ist aber eigentlich nicht gemeint, sondern etwas anderes ist gemeint. Dieser Tahrif, den diese Menschen Ta'wil nennen. Ja? Dann wird gesagt, meine Glaubenslehre würde auf die Angleichung Gottes mit den Geschöpfen basieren. Das ist eine Lüge oder ein Missverständnis, je nachdem. Denn es ist folgendermaßen, und ich habe es schon das tausendmal wiederholt und tausendmal erwähnt, dass wir sagen, Allahu laysa kamithli shay, Allah, nichts ist ihm gleich. Allah sagt in Surah Vers 12, Allah, nichts ist ihm gleich. Ja, dann sagt Allah in Surah Al-Maryam, sagt er, Hel ta'alamu lahu samiyya. Kennt ihr jemanden, der seine Kennzeichen hat? Und in Surah 112, Surah Al-Ikhlas, sagt er, Walam yakul lahu kufuwan ahad. Niemand ist ihm gleich. Niemand ist ihm ebenbürtig. Das heißt, wir wissen ganz genau, dass alles, was wir uns unter Allah vorstellen, anders ist als Allah. Und wir wissen ganz genau, dass Allah unabhängig ist von Raum und Zeit, dass Allah vor Raum und Zeit existiert hat. Wir wissen aber auch, dass Allah in der Lage ist, alles zu tun. Und Allah sagt im Koran an 7 Stellen, Ar-Rahman wal-Arshistawa. Allah sagt in der Al-Abama hat über den Thron erhoben. Yakhafuna Rabbuhum min fawqihim. Sie fürchten ihren Herrn, der über ihnen ist. Hal, amintum man fis-sama. Seid ihr sicher vor dem, der im Himmel ist? Was ganz klar
sagt der Imam Tabari, den Sie hier selber als großen Mujtahid sehen, sagt er ganz klar, dass damit Allah gemeint ist. Seid ihr sicher vor dem, der über den Himmel ist? Amintum man fi sama, zweimal. Und viele, dann zum Beispiel der Hadith, wo in dem Bukhari steht, wo Allah subhanahu wa ta'ala, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, لما خلق الله الخلق كتب في كتابه وهو عنده فوق الأرش. Als Allah die Schöpfung erschuf, schrieb er in das Buch, das bei ihm über dem Thron ist. Also das Buch ist bei ihm über dem Thron. Wenn jetzt jemand sagt, ja warte mal, jetzt vergleicht ihr aber Gott mit der Schöpfung, dann sagen wir ganz klar, nein, wir vergleichen Gott nicht mit der Schöpfung, weil Gott anders ist als die Schöpfung. Er sagt, ja wie kann das sein? Dann sagen wir, wir erklären es dir ganz, ganz einfach. Kann Gott sehen? Und ich frage diese Gruppe hier, und leider gibt es so viele nette Menschen auch, die dieser Gruppe folgen und in die Irre geleitet werden. Und ich sage euch, sucht nach der Wahrheit. Wenn ich euch frage, kann Allah sehen? Sagt er ja. Kann Allah hören? Ja. Kann Allah wissen? Weiß Allah? Lebt Allah? Ihr werdet jedes Mal sagen, ja. Und die sind Eigenschaften, die wir Menschen auch haben. Jetzt sage ich, wir Menschen hören auch, wir Menschen sehen auch, wir Menschen sprechen auch. Was wirst du jetzt zu mir sagen? Jetzt wirst du sagen, ja, aber das Sehen von uns ist nicht wie das Sehen von Allah. Okay, genau das sagen wir auch. Das sich über den Thron erheben von Allah ist anders als unser über irgendetwas erheben oder auf einem Bett liegen oder auf einem Stuhl sitzen. Ganz einfach. Das heißt, Allah ist nichts und niemandem ähnlich. Ganz einfach. In seinen Taten und so weiter. Jetzt wirst du zu mir sagen, ja okay, aber wenn das so ist und er ist über den Thron, dann ist der Thron ja größer als er. Moment, das ist deine Interpretation, weil du dir kein Bild davon machen kannst, willst dir aber ein Bild davon machen und dann lehnst du diese Sache ab. Aber wenn wir ehrlich zu uns selber sind, dann ist das ein Widerspruch von deiner Seite. Denn auf der einen Seite bestätigst du Sehen, Hören und so weiter, aber auf der anderen Seite verneinst du das, was Allah von sich selber im Koran berichtet. Und viele andere Punkte. Jetzt wirst du vielleicht sagen, es gibt 15 Bedeutungen. Das ist erstmal eine Lüge. Und zweitens, selbst eure Gelehrten sagen, dass wir es nach dem nehmen, was wortwörtlich dort steht. Und dass ihr den Tahrif, bzw. Ta'wil, wie ihr es nennt, benutzt. Und ihr seid zu dem Ergebnis gekommen, Istila, was absolut falsch ist, laut den Salaf. Ganz einfach. Deswegen gebe ich jedem Tipp, er soll Arabisch lernen, um zu den Büchern der Salaf zurückzugehen, der ersten drei Generationen. Nicht zu irgendeinem Buch, was nachher jemand geschrieben hat, der Ash'ari-Schule gefolgt ist, sondern zu den ursprünglichen Büchern zurückgehen. Und er wird ganz deutlich sehen, dass das die Akida von Abu Hanifa, Imam Shafi, Imam Malik und Ahmed ibn Hanbal ist. Das haben wir aber schon erwähnt und ihr habt es selber zugegeben. Nur wenn wir euch sagen, dass beispielsweise Abu Hanifa sagt, dass Allah über seinen Thron ist, dann leugnet ihr, dann versucht ihr es auch wieder zu verdrehen. Und kommt mit irgendwelchen gelogenen Aussagen von ihm oder von anderen großen Gelehrten, die nicht authentisch sind und von denen ihr selber wisst oder von denen eure Gelehrten wissen, die euch leider in die Irre führen, dass sie nicht authentisch sind. Dann die zweite Sache ist, sie äußern sich missfallend über die Gefährten des Propheten Mohammed. Das ist erstmal eine Lüge und ich würde, und das kann man leicht beweisen, man soll mir doch mal eine Aussage zeigen, wo ich mich missfallend über die Gefährten des Propheten Mohammed äußere. Der Witz an der ganzen Sache ist nur, dass in dem Buch von eurem Gelehrten, Sarihul Bayan, an vielen Stellen die Gefährten vom Propheten wie Muawiyah, Aisha, Talha, Zubair, Khalid ibn al-Walid schlecht dargestellt werden, dass sogar gesagt wird, dass diejenigen, die im Kampf gegen Ali gekämpft haben, dass auf sie der Ausspruch des Propheten zutrifft, wo er sagt, man mata wa laysa fi unuki bay'a, mata maitat al-Jahiliya. Wer tötet und hat kein Bay'a um seinen Hals, der wird den Tod der Jahiliya sterben. Und damit würde euer Gelehrter sagen, dass Aisha den Tod der Jahiliya stirbt. A'udhu billah. Ja, weil er sagt, dieser Vers trifft auf diese Leute zu. So ist es jedenfalls, wie ich verstanden habe. Falls ich etwas falsch verstanden habe, könnt ihr mich dort gerne verbessern. Aber ich kann euch auch gerne die Seitenzahl zeigen in dem Buch, wo es drin steht. So, dann Pierre Vogel belebt mit seinen Abweichungen, bla bla bla, die schlechten Normen von Ahmed ibn Taymiyyah und von den Leugnern des Tawassul. Auch wieder die nächste Lüge, weil wir sind keine Leugner von Tawassul, sondern wir sind Leugner von Shirkessul. Weil es gibt Tawassul in der Religion und das ist ein Trick. Also wir hatten bisher... ich habe etwas übersprungen. Wir haben bisher zwei Argumente, zweimal Lügen. Ja, ich habe es vorher gesagt. Dann das dritte. Zu diesen Leugnern, die sich heuchlerisch anmaßen, gelehrt zu sein, gehört ein Mann namens Pierre Vogel. Das ist die nächste Lüge von euch. Ihr behauptet, ich hätte gesagt, ein Gelehrter zu sein. Das habe ich nie gesagt. Im Gegenteil, ich habe in vielen Vorträgen gesagt, dass ich kein Gelehrter bin. Aber seltsamerweise habt ihr wahrscheinlich
das Bedürfnis, Lügen zu verbreiten, weil sie ansonsten keine Argumente haben. So sieht es jedenfalls aus. Wir haben 3 Vorwürfe, 3 Lügen bisher. Viertens, so, wir würden Tawassul leugnen, das ist falsch, sondern es gibt Tawassul, aber welcher Tawassul? Aber kein Schirk. Tawassul, der kein Schirk enthält. Weil hier ist es wieder so schön, hier wird irgendetwas vorgebracht, was gar nichts mit Tawassul zu tun hat. Und dann wird gesagt, Tawassul, etwas, was ganz klar in der Umma mit Ijma erlaubt ist, wäre verboten, ja? Indem man dem Schirk den Namen Tawassul gibt. Und wir leugnen den Schirk und dann wird der Schirk Tawassul genannt. Okay. Oder nicht alles, was Schirk ist, ja? Sondern einige Sachen, die Bidda sind. Also wir leugnen Tawassul, der Bidda beinhaltet und der Schirk beinhaltet. Weil von dieser Gruppe selber, die das verteilt hat, und ich weiß, wer sie sind, meistens libanesischer Herkunft mit einem Führer, der aus Afrika kommt. Ja. Und ich habe selber persönlich von ihnen noch keinen Schirk gesehen. Und ich habe letzte Woche noch jemanden getroffen, der ein Freund von mir ist, der auch mit dieser Gruppe zu tun hat. Und ich habe ihn auch nach diesen Sachen gefragt. Und wir haben uns etwas unterhalten. Und er ist ausnahmsweise ein netter Mensch, der mich nicht bedroht, wie die anderen Leute rumbrüllt oder auf Vorträge unangemeldet kommt und da versucht, Unruhe zu stiften. Sondern ein netter Mensch. Und ich habe bei ihm nicht gesehen, dass er in dieser Sache Schirk macht, sondern dass er in dieser Sache einige Dinge macht, die wir ganz eindeutig als Bidda ansehen. Wie zum Beispiel, ich sage, oh Allah, ich bitte dich bei der Ja, as'aluka bi jahi nabiyik, antaf ala kada wa kada. Das ist kein Schirk, sondern das ist für uns eine Bidda. Aber da kommen wir nachher noch ins Schau dazu. Dann steht die Abweichung von Pierre Vogel in Bezug auf Tawassul ist die Rafa. Pierre Vogel sagt, also wir hatten bisher 4 Lügen. Also dass ich Tawassul leugnen würde, eine Lüge oder eine Entstellung, eine Verfälschung. 5. Sache. Pierre Vogel besitzt die Dreistigkeit, jeden Hilferuf ist die Rafa, der nicht direkt an Gott gerichtet als Götzenanbeterei zu betrachten. Entweder habt ihr mich falsch verstanden oder ihr lügt über mich. Aber normalerweise ist sowieso eure Herangehensweise sowieso nicht von Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah. Denn ihr sagt, ihr seid Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah, aber wenn ihr wirklich Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah wärt, dann habt ihr etwas falsch verstanden. Weil bei Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah ist es so, dass wenn man von jemandem etwas sieht oder etwas liest und man sieht, dass dieser Mensch die Religion verteidigt, dass man erstmal diesen Menschen persönlich kontaktiert und fragt ihn, was hast du hiermit oder hiermit gemeint? Denn es kann des Öfteren zu Missverständnissen kommen. Also entweder ist es eine Lüge oder es ist ein Missverständnis. Denn nicht jede Istirafa ist ein Schirk. Sondern, wann ist Istirafa Schirk? Wir sagen, Istirafa ist eine gottdienliche Tat. Aber sie ist natürlich nicht immer eine gottdienliche Tat. Zum Beispiel kann ich einen Hilferuf machen. Ich bin am Ertrinken und ich rufe jemanden um Hilfe. Das ist kein Schirk. Und wann ist es Schirk? Hier zitiere ich am besten Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimullah, der in Majmu' Fatawa sagt, Al-At'iyya bit'iyya ala maratib al-thalath. Die Dua, die Bidda-Dua in 3 Stufen. Dann sagt er zuerst, an yad'u ghayrallahi, wa huwa mayitun wa ghaibun min al-anbiya'i aw salihin, aw ghayrihim, fa yaqulu ya sayyidi fulan, aghithni, wa hadha huwa shirk billah. Also die erste Art, dass jemand anruft, der abwesend ist oder tot ist, von den Propheten oder von den rechtschaffenen Menschen oder andere, und sagt zu ihm, o Sayyidi Fulan, o Sayyidi so-und-so, der Herr so-und-so, ja, Sidi Yahya, Sidi so-und-so, rette mich, heile mich und so weiter. Wahadahu shirku billah, das ist der Schirk gegenüber Allah, das ist meine Akida. Wenn ihr eine andere habt, ich hoffe nicht, dann seid ihr leider ein großes Problem, möge Allah euch recht leiten. Die zweite Sache ist, dann sagt er, Al-Thaniya, an yuqala lil mayyit aw al-ghaib min al-anbiya wa al-salihin, ja, also dass man zu einem sagt, der abwesend ist von Anbiya und Salihin, ud'uli Allah, ud'uli lana rabbak, au is'al Allah lana. Das heißt, mach Dua für uns zu Allah, oder mach Dua für mich zu Allah, oder bitte frage Allah für mich. Wa hadha sagt dann, sagt Sheikh al-Islam zu dir, eben hat er gesagt, fa hadha huwa shirku billah, jetzt sagt er, wa hadha la yastaribu alimun annahu min al-bida alati lam yarifa salaf al-umma. Hier sagt er, und es ist keinem Wissenden fremd, dass diese Sache, also kein Wissen hat hier Zweifel, dass diese Sache zu der Bida gehört, die keiner von den Salaf gehört hat. Also, Shirk, Bida,
Jetzt, also erstens hat er ja genannt, beim zweiten sagt er, dies ist die Bidda, die die Salaf al-Umma nicht gekannt haben. Jetzt sagt er, die dritte Sache ist, an yuqala, as'aluka bi fulanin au bi ja'i fulanin endek, ja, dass ich dich frage durch den Fulan oder die Stufe, die der Fulan bei dir hat, ja. وهذا منهي عنه وليس بمشروع عند ليس بمشروع عن الصحابة. Hier sagt er, dies ist auch also eben hat er noch gesagt, أنه غير جائز, bei dem davor das nicht erlaubt. Dann sagt er jetzt bei der neuen Form, ja, sagt er, da ist verboten und es ist nicht von der Scharia und nicht von dem Weg der Sahaba. Ganz klar, weil wir haben niemals irgendwo gesehen, dass die Sahaba gesagt haben, ich frage dich bei der Stufe des Propheten. Und man sieht auch selber in dem Blatt, was sie gebracht haben, sind sie mit keinem einzigen Beweis dafür gekommen. Außerdem hat meine Tat bei dem wahren Tawassul nichts damit zu tun, was der oder der für eine Stufe bei Allah hat. Ich kann zum Beispiel nicht, zum Beispiel wenn ich sage, oh Allah, und ihr sollt ehrlich zu euch selber sein, ich sage, oh Allah, bei der Liebe, die du zum Propheten verspürst, heile mich. Was hat meine Dua mit der Liebe zum Propheten zu tun? Aber wenn ich zu Allah sage, oh Allah, ich bitte dich bei der Liebe, die ich zum Propheten verspüre, das ist meine Tat, das heißt, ich nähere mich Allah, ich nehme eine Wasila zu Allah durch meine Liebe zum Propheten, das ist etwas, womit ich Tawassul machen kann. Oder Tawassul mit meinen guten Taten, wie die drei Männer, die in der Höhle eingesperrt waren, die gesagt haben, oh Allah, wenn ich das und das nur für deinen Wohlgefallen gemacht habe, dann mache, dass der Stein von der Höhle weggeht. Das dazu. Jetzt kommt das Nächste. Und falls es da irgendwelche Missverständnisse gibt, da kann man mich gerne anrufen. Jetzt kommt er hier mit der Aussage, der Beweis, dass ich falsch liege, ist, dass am jüngsten Tag die Menschen dort stehen und machen Hilferuf zu Adam und Hilferuf zu den Propheten und bitten die. Was hat das mit dem zu tun, was ich sage, was Schirk ist? Hier ist der Mensch von vornherein nicht abwesend, von vornherein nicht tot, steht vor dir und du fragst ihn etwas, was er dir erfüllen kann. Eventuell erfüllen kann, wo die Möglichkeit besteht, dass er es dir erfüllen kann, ist etwas ganz anderes. Hat also gar nichts damit zu tun, also ist die Beweisführung falsch. Also wir hatten bisher 1, 2, 3, 4, 4 Lügen, 5 Lügen und eine falsche Beweisführung. Ja? Jetzt kommt das nächste. Jetzt sagen sie, im arabischen Sprachgebrauch haben die beiden Begriffe At-Tawassul und Istighasa dieselbe Bedeutung. Das liest dann jemand und sagt, oh ja, der kann gar nichts damit, der normale Muslim, Durchschnittsmuslim, weiß gar nichts damit anzufangen. Ja? Was ist Tawassul, was ist die Rafa? Die meisten Muslime in Deutschland können auch kein Hocharabisch. Dann erzählt ihm, das hat dieselbe Bedeutung. Hierdurch wird der Eindruck vermittelt, guck mal, Pierre Vogel hat keine Ahnung und so ist das. Aber das ist falsch. Istighasa und Tawassul haben zwei verschiedene Bedeutungen. Ja, es stimmt, ich kann Tawassul machen, der mit Talab al-Ghawth verbunden ist. Aber nicht jeder Istighasa ist ein Tawassul. Und nicht jeder Tawassul ist ein Istighasa. Ganz einfach. Das heißt, es ist falsch, weil Tawassul machuzun min al-Wasila. Tawassul, das wird genommen von der Wasila, ist, dass man eine Wasila nimmt, ein Mittel nimmt. Und Istighasa ist Talab al-Ghawth. Die Hilfe fordern. Ganz einfach, es sprach was anderes. Und falls ihr Zweifel daran habt, geht einfach, und da wird erklärt, der Gelehrte und Sprachwissenschaftler hat das gesagt, geht einfach zu einem Arabischlehrer und fragt, ob rein sprachlich Tawassul und Istighatha dasselbe ist. Und er wird dir sagen, es ist nicht dasselbe. Ich gebe euch ein Beispiel ganz kurz. Zum Beispiel, ich mache Tawassul zu Allah. Ich sage, ja Allah, as'aluka bi asma'ika al-husna wa sifatika al-ula an yarzukani bi waladin. Ich bitte dich bei deinen schönen Namen und bei deinen hohen Eigenschaften, dass du mir einen Sohn schenkst. Wo ist hier die Hilferuf? Hier ist gar kein Hilferuf verbunden. Ich habe Tawassul gemacht, aber hier ist keine Hilfe drin. Beispielsweise, hier ist keine Hilfe drin. Dann beispielsweise, ich mache Istighatha zu Allah. Ich sage, oh Allah, ich sage, helfe mir, oh Allah. Helfe mir. Und ich sage noch nicht mal, oh Allah, weil sonst könnte ich sagen, und ich meine Allah damit, sonst könnte ich sagen, ja okay, hiermit ist vielleicht
weil Allah ist ein Name von Allah, ja, dass man mit dem Namen von Allah Istighatha macht. Das könnte vielleicht jemand behaupten. Aber hier ist kein Tawassul im wahrsten Sinne des Wortes drin. Das heißt, es sind zwei verschiedene Sachen. Das ist die nächste falsche Aussage. So, dann geht es weiter mit den Scheinargumenten. Und leider, manche Leute lesen an diesen Zettel und die denken, oh Wunders, was das für eine Beweisführung wäre. Und bisher haben wir nur Lügen und Scheinargumente. Lügen und falsche und Argumente, die Verdrehungen sind. Ja? Lügen ohne Ende. Jetzt kommt das nächste. Oder falsche oder Missverständnisse. Zu den weiteren Beweisen von Ahlus-Sunnah gehört die Aussage, die Al-Bukhari in seinem Werk Al-Adab al-Mufrad über Ibn Umar überliefert, wonach Ibn Umar ja Muhammad sagte, als sein Bein von einer Lähmung befallen wurde und keiner der Gefährten hat ihm widersprochen. Dieser Hilfe wird sowohl als Istighasa als auch Tawassul genannt. So. Komischerweise erwähnen sie jetzt am Ende, dass dieser Hilferuf sowohl Istighasa als auch Tawassul ist. Eben haben sie noch gesagt, Istighasa und Tawassul ist sowieso dasselbe. Jetzt sagen sie, dieser spezielle Istighasa dieser spezielle Hilferuf ist ein Tawassul. Also die wissen schon genau, dass das, was sie davor erzählt haben, Quatsch ist. Dass es falsch ist, komischerweise. Also da sieht man schon, wie die Leute drauf sind. Zweite Sache, wo ist hier der Hilferuf? Wo ist hier der Hilferuf? Weil er sagt, ja Mohammed, hier ist kein Hilferuf. Ein Hilferuf ist, ja Mohammed, ich fini, das ist ein Hilferuf. Ja Mohammed, arifni, das ist ein Hilferuf. Hier ist kein Hilferuf, hier ist der Ausdruck, ja Mohammed. Punkt 1. Das heißt, schon von vornherein kann man diese Sache nicht benutzen, um es so aussehen zu lassen, um zu beweisen, dass man ein Istighatha bei jemand anderem außer Allah machen darf. Ein Istighatha der Ibadah. Das heißt, du bist hier und du rufst irgendjemanden neben Allah an, Prophet Muhammad, rette mich in dieser Not. Ganz klarer Schirk, ganz klarer Schirk. Und das braucht man eigentlich gar keinem zu erzählen, weil das ist genau das, was die Katholiken machen. Wer sagt, das darf man im Islam? Ja, wer sagt, das darf man im Islam? Der ist ganz weit weg vom Islam. Ja, es ist ganz klarer Fall. Ich meine, das ist das, was die Katholiken machen. Die sagen, oh Maria, hilf. Maria, hilf, Krankenhaus. Ja, Maria soll helfen. Und andere Dinge. Das heißt, wir sind dann wieder, das ist sogar, was die Protestanten als Schirk bezeichnen würden. Geschweige denn die Muslime, die den reinsten Monotheismus haben. Okay, in seinem Werk sagt Bukhari, hier versteht natürlich der Otto-Normalverbraucher, der Muslim, der nicht so viel Wissen hat von der Religion, versteht hier drunter, dass Bukhari diesen Hadith in seinem Werk, im Sahih-Werk überliefert. Ja, auch wenn da Adab al-Mufrad steht, aber da können die meisten gar nicht damit anfangen. Ich mache darauf aufmerksam, dass dieses Buch nicht das Sahih-Werk von Bukhari ist. Das Sahih-Werk von Bukhari ist Sahih al-Bukhari. Und Adab al-Mufrad ist ein anderes Buch, wo sowohl schwache als auch starke Hadithe drin vorkommen können. Ja? So. Das heißt, hier sieht man schon mal, dass er diesen Hadith in einer Sache überliefert, ja? Oder die Aussage im Adab al-Mufrad überliefert, aber dass er sie nicht im Sahih-Werk überliefert. Was allerdings nicht unbedingt heißt, dass die Aussage unauthentisch ist. Jetzt dazu. In den Manuskripten von diesem Hadith findet man auch den Ausdruck. Erstmal, wie ist dieser Hadith überhaupt? Weil der Hadith wird total verschwiegen. Hier wird gesagt, er hatte eine Lähmung, dann ruft er ja Mohammed. Guck mal diese Entstellung. Ich lese es nochmal vor. So. Nach Ibn Umar überliefert, wonach Ibn Umar ja Mohammed sagte, als sein Bein von einer Lähmung befallen wurde. Das ist das erste Mal, wo diese Aussage genommen wird. Was verstehst du jetzt darunter? Da verstehst du drunter, der hat eine Lähmung auf einmal im Bein und ruft er, oh Mohammed, rette mich. Wie ist es hierzu gekommen? Hier sagt jemand zu ihm, nenne den Namen von dem, der bei dir am liebsten ist. Nenne den Namen von dem, der bei dir am liebsten ist. Hier ist nichts von einem Hilferuf zu Mohammed und vor allen Dingen ist es auch eine Aufforderung von jemand anderem. Ganz einfach so. Und hier ist nichts von einer, hier ist überhaupt nichts von einer Istighatha. Keine Spur. So jetzt. So.
Und keiner der Gefährten hat ihm widersprochen. Nee, hat ihm auch keiner widersprochen. Waren ja auch nicht alle dabei gewesen, aber sie brauchen ja auch nicht zu widersprechen. Ich denke, Ibn Omar hat genug Wissen von der Religion. Und dieser Hilferuf, wo ist der Hilferuf? Jetzt gehen wir darauf ein. In den Manuskripten wird, in manchen Manuskripten wird dieser Nida, dieser Ruf, ja, das heißt der O Mohammed, nicht erwähnt. In manchen wird er erwähnt, in manchen nicht. In den Manuskripten dieses Buches wird er nicht erwähnt. Das heißt, da wir jetzt schon mal die Wahrscheinlichkeit haben, dass das nicht authentisch ist, diese Harfunida, ist die Beweisführung mit diesem Hadith sowieso schon mal verkehrt. Insbesondere, wenn ihr sagt, dass man in der Akida Mutawati-Hadithe braucht, und das kriegt ihr niemals hin. Die dritte Sache, wenn es dem Koran widerspricht und dem Konsens der Muslime, dass man eine Ibadah nur Allah subhanahu wa ta'ala alleine widmen darf. Und dem Konsens, dass der Einzige, der die Macht hat, dich zu heilen, Allah subhanahu wa ta'ala ist. Ja. Also es widerspricht dem Koran, wenn ihr sagen würdet, so widerspricht es nicht dem Koran. Aber wenn ihr sagt, dass es ein Istirafa widerspricht es dem Koran, ist nicht Mutawatir. Und in Manuskripten kommt es nicht vor. Dann die nächste Sache ist, es widerspricht den Jumhur al-Sahaba, die keine Istirafa gemacht hätten. Nächster Punkt. Ja. Dann Ibn Omar ist selber später in seinem Leben blind geworden. Warum hat er dann nicht den Propheten Mohammed um Hilfe gerufen? Omo, Prophet Mohammed, gebe mir mein Augenlicht wieder. Nein, hat er nicht gemacht. So, dann muss man noch etwas verstehen. In der arabischen Sprache wird diese Ja benutzt auch bei der Erwähnung des Liebsten, das sollte er tun, um sich die Erwähnung, also bei der Erwähnung des Liebsten, um sich ihn zu vergegenwärtigen, ist die Hadara zu machen von ihm. Ganz einfach. Das heißt, dieses Argument ist kein Argument und da ihr diese Sache als Argument für euch seht, sieht man, dass ihr gar keine Argumente habt. Deswegen, liebe Brüder, bitte, informiert euch richtig und schaut nach der Wahrheit und versucht nicht einfach nur irgendeiner Gruppe zu folgen, versucht nicht einfach irgendjemanden zu verurteilen, sondern seid ehrlich zu euch selber und schaut euch in dieses Blatt, was ihr mit so viel Power verteilt, schaut es euch richtig an. Und ich würde mir wünschen, dass ihr diese Energie, die ihr verbraucht, und ich denke, dass ihr den Propheten liebt, ich denke, dass ihr Allah liebt, versucht diese Energie mal wirklich für die Religion zu nutzen und nicht gegen die Religion. Dann der nächste Punkt ist, ein weiterer Beweis dafür, dass At-Tawassul erlaubt ist, die Aussage, die At-Tabarani über Uthman ibn Hunayf überliefert. Uthman ibn Hunayf berichtet, dass er den Propheten Mohammed sah, als ein blinder Mann auf ihn zukam. Der blinde Mann beklagte sich über den Verlust seines Augenlichtes. Daraufhin sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, die Bedeutung, wenn du willst, ertrage es mit Geduld und wenn du willst, mache ich Mitgebet für dich. Wenn du willst, ertrage es mit Geduld, wenn du willst, mache ich Mitgebete für dich. Als erstes muss man hier festsetzen, wenn das Verständnis, was einige, was ihr davon habt, dass man einen Abwesenden um Hilfe rufen kann, wenn das richtig wäre, dann frage ich mich, warum der Blinde sich überhaupt den Weg macht und zum Propheten sallallahu alaihi wasallam geht. Warum hat er nicht einfach von Weitem gerufen, oh Prophet, mache dies und das. Punkt 1. Dann habt ihr komischerweise etwas ausgelassen. Denn der Prophet Sassim sagt danach, wenn du willst, in Shitta da'autulek, wenn du willst, mache ich Bittgebete für mich. Und dann sagt er, bitte Allah für mich. Dann sagt er, fad'uhu, so mache Dua zu ihm. Und dann sagt der Prophet, nachdem er sagt, er macht Dua, nachdem er sagt, er macht Dua, warum lässt man diesen wichtigen Punkt, und das ist das, was ich euch frage, warum lasst ihr diesen wichtigen Punkt hier raus? Denn wir sagen mit keinem Wort, sagen wir, dass es verboten ist, zu einer lebendigen Person zu gehen und sie um Dua zu bitten. Und das ist das, was dieser Sahabi gemacht hat. Er ist zu dem Propheten gegangen und hat zu ihm darum gebeten, Dua für ihn zu machen. Deswegen sagt er, wenn du willst, mache ich Dua für dich. Er sagt, mache Dua für mich. Dann sagt der Prophet, damit die Dua noch besser erhört wird, geh hin zu den Waschräumen, ja, so, geh dann, o Gesandter, der Verlust, meines Augens erfährt mir das Leben und ich habe keinen Begleiter. Okay, dann sagt der Prophet zu ihm, begebe dich zu den Waschräumen, verrichte die Wudu, Teilwasch, und bete dann zwei Gebetseinheiten und sage, O Allah, ich bitte dich und suche Hilfe bei dir mit unseres Propheten Mohammed, des Propheten der Gnade. O Allah, ich bitte dich und suche bei dir Hilfe mit. Warum sagt der Prophet ihm das?
Weil der Prophet in einem anderen Hadith, das ist auch in Nawawi, der 19. Hadith, ist es Sa'alta fas'alillah, wenn du fragst, frage Allah. So sagt er, weil wir sollen es in erster Linie, sollen wir keinen Menschen fragen, sondern immer Allah fragen. Aber wie gesagt, es ist erlaubt, zu jemandem zu gehen, vom Rasul Salih, der lebendig ist. Und er sagte, ich bitte dich durch den Propheten. Warum? Weil es geht hier um die Dua des Propheten. Er will also, dass die Dua des Propheten erhört wird. Jetzt wird jemand sagen, wird die Dua des Propheten nicht erhört? Wir haben Beispiele aus dem Leben des Propheten, wo er selber sagt, dass es Bittgebete gab, die nicht erhört wurden. Und deswegen geht dieser Mann zum Propheten und sagt, er geht zu Allah, geht betet zwei Rakats und sagt, Ola, ich bitte dich und suche bei dir Hilfe mit unserem Propheten, des Propheten der Gnade. Dann sagt er, O Mohammed, mittels dir bitte ich Gott darum, mir mein Augenlicht wiederzugeben. Und dann sagt er, und das wurde auch ausgelassen, O Allah, verschfi'u fiyya. O Allah, so lasse ihn für mich Schafa'a machen. Er bittet Allah, warum nicht den Propheten? Und was ist damit gemeint mit dieser Art von Schafa'a? Dass er die Dua vom Propheten akzeptiert, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam macht. So, jetzt wird gesagt, ja, in Abwesenheit hat er den Propheten gebeten. Worum hat er ihn gebeten? Jetzt gehen wir zurück zu dem Punkt, was ich eben gesagt habe.